Ich muss dem Marek eben gute Nacht sagen, ja? Ja, gehen Sie schon mal vor. Nacht, mein Schatz. Schlaf gut. Du weißt, Papas Kollege ist da zum Essen, ne? Und das sind ganz vornehme Leute. Und deswegen kann ich mich nicht weiter um dich kümmern. Schlaf schön. Gute Nacht. Lass die Tür offen. Ja. Schmeckt ausgezeichnet. Ist auf Feuer gekocht. Ja, ja, da ist scharf gemacht. Aber es schmeckt großartig. Ja, normalerweise ist es gar nichts Besonderes. Ziege noch ein bisschen Wein ein. Oh, Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Gut, ne? Oh, ich muss mich entschuldigen, dass ich so schnell trinke. Freut mich, wenn es Ihnen schmeckt. Dankeschön, danke. Darf ich? Oh, das ist mir. Ja, darf ich Sie auch anreichen? Ja, danke schön. Bitte. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Mm. Doch, doch. Danke. Ausgezeichnet. Wollen Sie nicht noch ein bisschen Fleisch, Frau Ziegel? Nein, nein, danke. Bitte, ist reichlich da. Mm. Und Frau Ziegel, bisschen Spargel noch? Danke. Möchtest du noch? Also bitte, Frau Ziegel, es ist doch reichlich danke, da. Danke, nehmen Sie danke. Doch. Danke. Würden Sie mir mal die Butter rüberhalten? Ja. Ich habe nämlich doch. Noch was, das fülle ich gleich nach. Ob Sie mir das mal abnehmen würden? Ja. Bitte schön. Oh, das ist. Oh! Du meine Güte, ich bin natürlich wieder die Erste, die sich vorbei benimmt und Flecken macht. Moment. Aber ist das Maß hier noch reingegangen? Marek! Das gibt's ja wohl nicht. Du, jetzt gehst du aber ins Bett. Marek, komm bitte. Dein Kakao wird kalt. Marek, die schöne Tischdecke. Kaum sitzt du am Tisch, schon wird gekleckert. Andere kleckern doch auch nicht. Du, wir haben gestern mit 4 Personen gesessen, 2 Stunden. Und kein Mensch hat einen Fleck gemacht. Übrigens, warum hast du die Tischdecke erneuert? Die war doch noch gut. Och. Die Frau hat auch gekleckert. Ach was. Doch, die hat gleich was fallen lassen. Na, na. Frau Ziegel hat nichts fallen lassen. Niemand hat gekleckert bei der Suppe. Hab ich doch gesehen. Ich kann mich genau erinnern. Aber dann hast du selbst deine Suppe gegessen und durch die Hände geguckt. Erst hat die Frau gekleckert und hat ihre Schale darüber geschoben. Papa hat auch gekleckert. Er hat ein Tuch darüber gelegt. Und das hat er dann umgedreht, als er noch einen Fleck gemacht hat durch die Weinflasche. Hm. Ich habe ganz genau gesehen, dass Papa eine saubere Serviette hatte. Hm? Eine saubere Serviette? Was, Papa? Er hat sie doch mal andersrum gefaltet.
und euer Fleisch hat denn auch nicht geschmeckt. Oh, also nun, hör mal auf. Ich weiß doch, ich hab sie doch gefragt. Das hat den beiden gut geschmeckt. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Doch, doch. Ausgezeichnet. Aber danach hast du die Butter weggenommen und nicht gesehen, wie sich eure Freunde über das Stück Fleisch gestritten haben. Die wollten es beide nicht haben. Da hat der Mann das aus ihr hingeworfen. Jetzt hörst du aber auf, solche Märchen zu erzählen. Ich habe doch genau gesehen, dass zuletzt kein Fleck auf der Tischdecke war. Ja, genau, so war das. Was soll denn das jetzt? Soll ich das mal zeigen? Marek, die Decke gehört in die Wäsche. Das ist der Fleck von Frau Dingster. Und da hat Papa gesessen. Das gibt's doch nicht. Aber das mit dem Stück Fleisch unterm Tisch, das hast du erfunden. Siehst du, das Fleisch ist sogar für Ossi zu zählen.